Guten Abend, herzlichen Dank auch nochmal für die Geduld. Leider habe ich im Stau herumgestanden und Sie dadurch warten lassen. Ich freue mich hier heute Abend Ihnen meine Filme kurz vorstellen zu können unter dem Motto Kollaboration, Zusammenarbeit, natürlich auch Zugang gestalten. Die Filme stammen allesamt aus dem Filmarchiv des Deutschen Filminstituts. Die Auswahl erfolgte unter dem Motto, was für Arten von Kollaboration haben wir, während wir für die Digitalisierung auswählen oder digitalisieren, restaurieren. Das heißt, ich habe Ihnen jetzt relativ schwierige archivische Objekte zusammengebracht und schildere ein wenig, was wir da treiben im Filmarchiv des Deutschen Filminstituts. Der erste Punkt der Zusammenarbeit ist natürlich eigentlich immer der bei der Identifikation. Man denkt, Filmwerke wären relativ klar, die weisen sich aus mit Titel. Das ist ziemlich unwahr, wenn man die Frühzeit der Filmgeschichte sich anschaut. Die meisten frühen Werke wurden komplett ohne Titel produziert, also ganz ohne Haupttitel, ganz ohne Herstellertitel, ganz und gar ohne Kreative. Aber der Filmmarkt war von Anfang an international und auf Verwertung ausgerichtet. Das heißt, die Breite, in die die Filme gingen, ist international. Das heißt, was ich im Archiv habe, ist natürlich nicht alles deutsch. Und das, was in anderen Archiven liegt, kann häufig deutsch sein, ohne dass das jemand weiß. Das heißt, wir müssen häufig einfach schätzen, was könnte die Produktionsfirma gewesen sein, was war das Land, was war das Datum der Produktion oder was war der Ort der Aufnahme, was war der Zeitpunkt der Aufnahme. Und dafür arbeiten wir dann natürlich sektorübergreifend und international zusammen, nicht nur mit Filmarchiven, sondern natürlich auch mit Wissenschaftlern, Museen, Experten aller unterschiedlichsten Fachgebiete. Aber selbst die Werke der mittleren Stummfilmzeit oder auch der Tonfilm-Ära sind häufig ohne Anfangs- oder Ende-Titelsequenzen im Archiv erhalten. Ergibt sich einfach durch die Abnutzung von Filmmaterial. Das ist ja einfach Meter oder Kilometer an perforiertem Plastik mit fotografischer Schicht drauf. Die Anfänge und Enden der Rollen sind die, die im Lauf der Nutzung verloren gehen. Vernichtet werden, zerstört werden durch Schäden oder durch im altersbedingte Einflüsse anderer Art. Teilweise dabei auch dann natürlich bewusste Verschleierung von Provenienz, von Herkunftsland, Herstellern, Distributoren oder Rechteinhabern. Die kann man natürlich auch einfach eliminieren möchten, je nachdem, wer man ist, was für eine Verwertung man wann wo plant. Und wir können dann aus den Spuren versuchen zusammenzufinden, welcher Film ist nun was. Und um digitalisieren zu können, brauchen wir meistens Mittel, die müssen extern beschafft werden. Und das ist nicht sehr beliebt, unidentifizierte Sachen einfach mal so einem Finanzgeber vorzuschlagen. Eigentlich muss ich schon sagen, was ich da habe und warum ich es digitalisieren will, muss ich begründen. Das heißt, unidentifiziertes, unklares wird im Archiv vernachlässigt. Wird auch meistens gar nicht so gründlich verzeichnet, weil das auch wieder ein eigener Arbeitsaufwand deutlich höheren Aufwands ist. Dann werden Sie heute Abend auch noch mal sehen, Kompilationen. Da haben sich meine Vorgänger, Vorvorgänger oder private Menschen oder Firmen sozusagen gedacht, ich habe Fragmente oder ich mache Fragmente dadurch, dass ich Informationen vernichte, baue die zusammen und dann habe ich ein schönes eigenes Werk. Also Creative Reuse unterschiedlichster Art aus der Frühzeit, bewusst oder unbewusst, sehr manipulativ oder einfach nur im Dienste des Kulturerbes. Das bleibt dann auch Ihnen belassen in der Interpretation nachher. Dazu muss man natürlich auch ganz klar sagen, das kann toll sein, unglaublich schön. Es hat auf jeden Fall immer noch eine Fragestellung urheberrechtlicher Art, die teilweise auch große Abgründe aufwirft. Auch wenn ich als Archiv recherchiere, was ist denn das, stellen sich dann immer wieder Schranken. Manchmal möchte ich das vielleicht gar nicht so genau wissen, damit ich es digitalisieren kann und Ihnen präsentieren kann. Auf jeden Fall würde ich sagen, diese unorthodoxen und transnationalen Zusammenhänge haben eine eigene Berechtigung, sollten bestehen bleiben. Müssten auch finanzielle Förderung genießen können
und sollten nicht wegrestauriert werden. Also es darf nicht das Ziel des Filmarchivars sein, zu sagen, ich habe nur kohärente ursprüngliche Werke. Das, glaube ich, wäre Quatsch und ein Gros unseres Filmerbes würde dadurch gar nicht erst ins Tageslicht kommen für einen Zugang, für eine Nutzung. Das Ziel war farbgetreue Wiedergabe, also nicht Farbrestaurierung. Wir haben keinen angenommenen Ursprungszustand, auch nicht farblich angestrebt. Zunächst kommen die Lithofilms dran. Ab 1898 im lithografisch bedruckte Filmstreifen, hergestellt in Nürnberg durch Blechspielzeugfabrikanten, komplett ohne dass sie sich selbst ausweisen, meistens in großen Schachteln oder Dosen einfach zusammengesteckt von den ehemaligen Benutzern. Diese wurden auf Hybrid-Apparaturen abgespielt, nämlich Laterna Magica-Apparaturen kombiniert mit Kinematograph-Transporteinrichtungen. Und gelegentlich sagen sie mir mal auf dem Rand, wer sie hergestellt hat, in diesem Fall Bing, Gebrüder Bing Nürnberg. Natürlich Originalumverpackungen sind auch immer sehr schön. Hier haben wir ACN, das ist Anton Niesner, ein Wiener Spielwarenhändler, also ein Zwischenhändler. In diesen Niesner-Dosen war diese Georges Carret Litho Loop, den Sie rechts unten sehen. Der hat auch freundlicherweise wieder eine Herstellerkennung am Rand. Dann ließ sich natürlich eine Kollaboration machen mit einem Nachfahren des Herrn Anton Niesner, der Björn Niesner. Der hatte auch tatsächlich noch einen Katalog von 1906 zur Hand. Und dieser Katalog hat ein schönes Titelblatt und eben die Abbildung rechts, die Sie sehen, unterschiedliche Apparaturen der Nürnberger Hersteller, mit denen man die Litho Loops abspielen konnten. Ganz unten links sehen Sie, da sind die im farbigen Films ausgewiesen, aber nicht mit einzelner Werksauflistung, sondern einfach nur, dass es sie gibt und dass man sie bestellen und bezahlen kann. Hier ein Nachweis Bing. Einer der Hersteller hat auch international vertrieben, also ganz viele der Kataloge sind in anderen Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch, sind die Hauptsprachen neben Deutsch. Da haben wir auch schon rechts unten eine List of Photographic Films, also parallel dazu gab es natürlich noch die fotografischen Aufnahmen, sowie auf dem hauptsächlichen Kinofilmmarkt, diese Blechspielzeugentwicklungen waren ein Parallelmarkt und Colored Films sind jetzt die lithografisch erzeugten Animationsfilme. 1912 ist schon einer der Höhepunkte, da sehen Sie umfangreiche Auflistungen davon, was man alles als Litho Loop bekommen konnte. Hier wird es auch nochmal schön umfangreich, ich habe es einfach nur mal reingeklebt, im Deutsch, Französisch, ich glaube Spanisch ist das nächste. Und, Entschuldigung, ich würde sagen, schauen wir jetzt erstmal die Litho Loops an.